Hallo und herzlich willkommen bei Emmas Lieblingsstücke. Ja, vielleicht könnt ihr euch ja auch noch an diesen Pompon-Trend erinnern, der jetzt schon viele Jahre her ist. Ich glaube, es sind mit Sicherheit so 10, 12 Jahre. Da hingen die bei mir wirklich in allen möglichen Farben und Größen rum. Und als ich jetzt neulich dieses Foto hier wieder gefunden habe, dachte ich mir, ach, versuch doch nochmal irgendwas in diese Richtung zu machen, weil ich fand sie halt einfach super schön. Und zwar bis heute. Ja, jetzt sind aber rausgekommen eben diese Blümchen hier und die finde ich auch wirklich, wirklich süß. Sie sind super simpel und schnell zu machen. Ihr braucht im Grunde nur Servietten in den Farben eurer Wahl. Also ich hole meine immer ganz gerne bei den Discountern. Da gibt es oft sehr, sehr hübsche Farben und die sind auch noch relativ günstig. Dann braucht ihr noch ein wenig Bast oder Makrameegarn. Und das war's eigentlich schon. Und ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal schnell an. Pro Blume braucht ihr eine Serviette und die werden wir uns jetzt erstmal der Länge nach durchschneiden, also einmal halbieren. Dieser Teil kommt weg. Und jetzt haben wir zwei so lange kleine Lappen und die werden wir jetzt ja, wie eine Ziehharmonika falten. Ich zeige euch das an dem einen Teil einmal und ihr macht es dann gleich einfach alleine. Noch einmal mit dem anderen Teil. Also ich denke mal so 1,5 bis 2 cm ist eigentlich ein ganz gutes Maß. Und einfach immer nur, ja, eben wie eine Ziehharmonika zusammenfalten. Jetzt faltet ihr das Teil einmal in der Mitte. Und schneidet euch jetzt genau hier in die Mitte auf beiden Seiten so eine kleine Kerbe rein. Also wirklich nur eine kleine Kerbe. Wenn ihr den anderen Teil auch gefaltet habt und die Kerben reingeschnitten habt, dann werden die jetzt einfach hier in der Mitte zusammengebunden mit einem Stückchen Faden, genau da, wo unsere kleinen Kerben sind. Da machen wir jetzt einen Knoten hin. Ihr müsst jetzt nur gucken, wenn ihr die Blume jetzt an die Wand oder ans Fenster hängen möchtet, dann sollte der Knoten eben hier sitzen. Wenn ihr die Blume irgendwo dran befestigen wollt, dann macht ihr den Knoten hier seitlich hin. Ich mache den jetzt seitlich, dann ist er nämlich nachher an der Rückseite von der Blume. Also ganz normal einfach nur einen Knoten machen. Und jetzt schneiden wir die Enden noch ein bisschen rund. Und vor allem gucken wir, dass diese vier Teile jetzt alle gleich lang sind, gleich lang sind. Also, ich schneide es jetzt hier erstmal ein wenig rund. Das muss nicht perfekt sein. Und dann halte ich mir die anderen Teile jetzt immer dran und gucke halt, ob die Länge einigermaßen gleich ist. Gut, und jetzt sind wir schon fast fertig. Jetzt müssen wir nur noch diese ganzen Lagen auseinanderrupfen. Also die Serviette hat bei mir 3 Lagen und jetzt suchen wir mal einen Anfang. Also manchmal geht das super einfach. Da fallen die Servietten schon fast auseinander. Und manchmal eben nicht.
Und so sieht sie jetzt aus. Ich finde das wirklich, ich finde sie wirklich sehr, sehr schön. Ihr könnt, also hier sind manchmal Teile so ein bisschen länger. Die könnt ihr tatsächlich einfach abschneiden. Das sieht man nachher nicht. Also ich gehe einfach hier hin und schnibbel da ganz wild rum. Also ihr könnt das nachträglich noch so ein bisschen in Form schneiden und dann passt das. Ja, und ich finde, jetzt fehlt eigentlich hier nur noch ein kleiner Blütenstempel. Und ich fand das ganz schön, das mit Bast zu machen. Ich habe mir hier so ein paar Stückchen Bast abgeschnitten. Ich denke mal so 10 cm. Und dann nehme ich hier meine Makramee-Bürste und werde das jetzt einfach hier auskämmen. Mit der fiesen Seite am besten. Ich habe hier noch ein Stück Bast und damit binde ich das jetzt auch noch mal zusammen. Ihr könnt auch einen Faden nehmen, aber mit Bast fällt es halt einfach am wenigsten nachher auf. So ein bisschen kürzer schneiden. Und dann werden wir den einfach hier in die Mitte kleben. Ihr könnt auch hier jeden Kleber nehmen, den ihr habt. Ich habe jetzt hier wieder meinen Textilkleber. Den benutze ich ja immer und überall. Jetzt kommt kein Kleber raus. So, der wird jetzt gleich hier transparent wegtrocknen. Dann kann man das noch so ein bisschen in Form zupfen, aber dann ist unser Blümchen fertig. Und ich finde die wirklich schön. Und wenn ihr das Ganze ans Fenster hängen möchtet, könnt ihr dann natürlich einfach auf der Rückseite auch noch so einen kleinen Stempel, Blütenstempel hinmachen. Dann habt ihr eine mutierte Blume. Dann habt ihr einfach eine schöne Blume, die von beiden Seiten eine Blume ist. Sorry. Okay, ja, ich hoffe, euch gefällt das Blümchen auch. Ich mag das tatsächlich in dieser Farbe, in diesem Cremefarben am liebsten. Es sieht einfach wirklich, wirklich schön aus. Und ja, ich hoffe, dass ihr es vielleicht einfach mal ausprobiert und dass euch die Blümchen auch gefallen. Und ja, bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen und sage bis dahin.